Ausstellungstitel in Berlin mit Skulpturen, also das waren Skulpturen aus älterer Zeit, ja, verschiedenen Jahrhunderten. Aber das Tollste fand ich den Titel der Ausstellung, natürlich auch des Katalogs. Das hieß nämlich, die Ausstellung hieß von allen Seiten schön. Und das ist es auch natürlich, wenn man am Arbeiten ist, dass man die Dinge immer dreht, auch ob jemand modelliert, der Töpfer Scheibe oder was immer. Er schaut sich das immer von allen Seiten an. Und es soll eben von allen Seiten auch schön sein, proportioniert oder in einer bestimmten Spannung. Und bei mir ist es so, durch die Auswahl der Hölzer, der Findlinge, die ich habe, da wird hauptsächlich schon eine Figur festgelegt, die Art der Bewegung oder wie immer. Aber wenn ich so ein Holz habe, so ein simples Stück Holz, ja, wo ist oben, wo ist unten? Ich schaue das mir an, drehe das und alles und dann entscheide ich mich, da ist oben, da ist unten und dann beginne ich. Und das Holz selbst, das Material, das ist dann beim Arbeiten entsteht dann auch die eigentliche Form, die kann man immer ein bisschen abweichen. Ne? Also sie folgt sozusagen ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten. Das ist ja bekannt von mir schon seit vielen Jahren. Das sind diese Aquarelle, zum Teil mit Tusche in Verbindung, 70 auf 100, quer- oder hochformatig, je nachdem. Und ich bin so glücklich, ich habe jetzt endlich mal die passenden Rahmen dazu. Die waren immer so angesperrt, in 70-100 Rahmen. Und jetzt ist einfach Platz, damit man das Aquarell als Ganzes sehen kann. Und nicht selten finde ich ja auch so, dass ich bis an den Rand arbeite. Das Blatt komplett besetze mit Farbe auch und dann war das immer vorher abgeschnitten und das hat jetzt einfach eine Größe und breitet sich aus und bietet sich dem Auge ganz großzügig dar. Ja, die Arbeiten, die wir hier sehen, die sind also alle in einer Nacht entstanden. Ich arbeite ja fast ausschließlich nachts, da habe ich meine Ruhe, kann ich meine Antennen ausfahren, bin ungestört, wie gesagt, und auch die Inspiration, die ist da, fließt da wohl am besten für mich, nachts jedenfalls. Und sie sind so hier auf dem Tisch aufgelegt, wie sie entstanden sind, die Arbeiten. Die erste Arbeit fehlt, die Nummer 1, die hat jemand Freude daran gehabt, hat jemand erworben. Und dann haben wir 2, 3, 4, 5, 6, 7, ich glaube es geht bis 21. Also man kann hier ganz sehr schön sehen, wie was entwickelt wird. Also ich vermute mal, die erste Figur war noch ein bisschen sparsamer mit dieser schwarzen und weißen Farbe. Es war übrigens Lack, den ich für Sockel verwendet habe. Und aus diesem Lack habe ich diese Figuren entwickelt. Hier schon bei der dritten bzw. die vierte Arbeit, da bin ich dann schon mit dem Pinselstiel eingestiegen. Das heißt, in die noch feuchte Farbe, die trocknet natürlich auch Sand, das ist Lack, kratze ich dann Linien, also Zeichnungen, in die Farbe rein. Und das gibt, das sieht man auch hier sehr schön bei den schwarzen Figuren, die ja mit schwarzem Lack gemalt sind. Das gibt eine weiße Linienzeichnung, die natürlich die ganze Figur, wenn man die Farbe als Fläche sieht, akzentuiert. Hier schauen wir jetzt auf die Objektkästen. Das sind also ganz neue Arbeiten. Das ist durch den Zufall ist mir das in die Hände gespielt worden. Das sind nämlich Papiere von 2014 an bis 20, das habe ich auch als Entstehungszeit dazu geschrieben. Werden sich einige Leute wundern, was da 6 lange Jahre passiert ist. Das sind die Papiere, auf denen ich meine Pinsel ausstreife. Aquarell, aber auch Tusche, deswegen sind die meistens sehr dunkel, schwarz-weiß, auch mit Spuren von Farbe. Und das ganze Papier, diese ganzen Berge, die geknüllten, die wollte ich entsorgen und dabei habe ich die mal vorsichtig aufgedröselt, wieder diese Papiere, diese Papierklumpen. Und plötzlich habe ich da Dinge entdeckt. Einmal ein Schnurrbart von Salvador Dali, einmal eine Landschaft, ein Gebirge, eine Maske. Und hier sehen wir sehr schön die Arbeit rechts. Das habe ich Venusia genannt. Ja? Und das ist natürlich ein ganz berühmtes Vorbild ist das berühmte Bild von der Geburt der Welt, vom Anfang der Welt, was lange Zeit im Louvre ja verhüllt
beziehungsweise gar nicht zu sehen war. Und Gustave Courbet. Ja, man macht sich natürlich auch Gedanken, wie man seine Arbeiten demokratisieren kann, in dem Sinne, dass man auch ein Angebot machen kann an Leute, die jetzt vielleicht nicht so einen großen Geldbeutel haben. Und diese beiden Arbeiten sind im Original Aquarelle, genauso groß, ja. Und ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe die reproduzieren lassen als Aufnahmen, also 1:1, so groß wie die Originale sind die auch hier. Und diese Abzüge, die wir gucken auf eine Folie, und die Folie wird aufgetragen auf eine Aluminiumplatte. Das nennt man Aludibond, das Verfahren, das ist bekannt auch in der Kunst, auf dem Kunstmarkt. Und ich habe 3 Exemplare, lasse ich anfertigen jeweils. Auf der Rückseite sind die Arbeiten nummeriert, 1 bis 3, ja, und sind auch signiert. Ja, hier ist mein Arbeitsplatz, mein Atelier. Wir haben ja auch die Galerie schon oben besucht, wo die Werke gezeigt werden. Hier habe ich mein Wasser, meine Tusche, meine Aquarellfarben. Und da habe ich eine Auswahl an Pinseln. Natürlich arbeite ich auch mit anderen Pinseln noch, aber hier in der letzten Serie habe ich die etwas breiteren Pinsel genommen. Und was man immer mal wieder feststellt, ist, dass das Tropfen, farbige Tropfen, von links nach rechts in den Bildraum kommen. Das ist einfach so der Tatsache geschuldet, dass ich hier eintauche, mein Wasser, meine Farben entnehme und dann hier arbeite. Ja? Und dann kommt die nächste Figur. Dann kann es immer mal sein, dass was reintropft, ja, von der Farbe. Hier zum Beispiel sieht man Blau. Das Blau hat getropft, weil ich ganz zum Schluss den Pinsel hierher geführt habe. Also ich baue die Figuren auf von links nach rechts und bin Linkshänder. Zumindest bei dieser Arbeit. Interessant ist, dass ich, wenn ich im Museum bin und zeichne, zum Beispiel Objekte, Skulpturen oder was immer, dann zeichne ich ins Skizzenbuch mit der rechten Hand, also ganz fein. Wobei man ja weiß, die linke Hirnhälfte ist eben die kognitive, ja, die für das. Und man sagt, die rechte, die geht hier nach vorne links aus, ja, da ist mehr die Emotion, das Gefühl drin. Würde eigentlich passen, wenn man sagt, also meine Arbeit mit links, eben das Expressive, die Emotion, die Empfindung und eben Zeichnungen im Museum, da geht es hier mit der rechten Hand, fein beobachtend und ja, hat einen anderen Charakter jedenfalls. Die 2 großen Tuschen, die wir hier sehen, sind vom September 2019. Das ist hier im Atelier nicht möglich, von der Größe her. Die sind ja so 2 Meter auf 3,50 Meter, so in dem Dreh. Die habe ich oben auf die Terrasse gelegt und mit einem breiten Pinsel, hier ist er, auch mal zeigen hier, mit einem breiten China-Pinsel, mit einem Eimer mit Tusche konnte ich diese Figuren machen. Begonnen habe ich mit den alten chinesischen Meister, das zum Teil heute noch tun, die Kalligraphen. Die sieht man auf Plätzen im Sommer, ja, es muss natürlich die Sonne scheinen, mit einem Eimer Wasser, mit ihren großen Pinseln, weitaus größere wie der. Und dann schreiben die ihre Kalligrafien auf das Pflaster, die sind natürlich wunderschön zu sehen, trocknen rasch auf und weiter geht's. So habe ich auch erstmal eine große Figur in Figuren auf das Pflaster gemacht, mit dem Pinsel, und dann habe ich mir allen Mut zusammengenommen und habe mit Tusche gearbeitet, dieses Paar, was hier läuft. Awesome.